This is the International Space Station. I have you loud and clear. How copy? Hello, Alexander. Hier ist das DLR Schule Braunschweig. Und hier die erste Frage. Ich heiße auch Alexander und bin 17. Dürfen Sie in Ihrer Freizeit eigentlich Weltraumspaziergänge machen? Over. Ja, hallo Alexander. Ja, schön wäre es. Leider ist so ein Weltraumausstieg, der ja doch ein bisschen mehr ist als ein Spaziergang, sehr viel aufwendiger, als man sich das vorstellt. Man muss sich da mehrere Tage drauf vorbereiten, man muss die Raumanzüge vorbereiten und es ist natürlich auch relativ gefährlich, wenn man es mit dem Aufenthalt im Inneren eines Raumschiffs vergleicht. Deswegen können wir das nur aus beruflichen Gründen machen und nicht in der Freizeit. Ich heiße Anja und bin 17. Was ist das Schönste daran, im Weltraum zu sein? Over. Hallo Anja. Ja, ich glaube, das Schönste daran definitiv ist das Schweben und der Blick aus dem Fenster auf die Erde. Das ist was ich zwar sehen kann, aber tatsächlich, ob ich das jemals richtig verstehen kann, was ich da unten sehe, das ist die andere Frage. Aber es ist wirklich das Schönste, was es hier oben gibt. Hey, ich bin Clemens und ich bin 18. Wie bzw. was war Ihr erster Eindruck in der ISS? Over. Ja, Clemens, das ist eine gute Frage. Ich habe mich das letzte selbst auch gefragt. Und wenn ich zurückdenke, ist tatsächlich ein Ding, das wirklich rausgestochen ist, war der Geruch, den ich bemerkt habe. Und den habe ich bemerkt, als ich die Luke der des Soyuz-Raumschiffs aufgemacht habe und habe den in den ersten 5 Minuten bemerkt. Das war ein ganz technischer Geruch, so ein bisschen wie man sich in einem U-Boot vorstellt. Und das ist dann aber wieder vergangen. Ich rieche den ab jetzt nicht mehr. Das habe ich mich wohl so dran gewöhnt. Und das war tatsächlich mein erster Eindruck von der ISS. Ich heiße Christopher und bin 16. Woran dachten Sie unmittelbar, bevor Sie in den Weltraum geflogen sind? Over. Ja, Christopher, wenn man in den Weltraum selbst fliegt auf einer Rakete und einiges zu tun hat, dann denkt man kurz vorm Start eher daran, was man eigentlich genau tun muss in diesem Raumschiff. Welche Knöpfe man drücken muss, zu welcher Zeit, welche man besser nicht drückt und was denn passiert beim Start, was man zu erwarten hat, damit man immer vergleichen kann, ob sich um eine nominelle Situation dreht oder ob man vielleicht einen Notfall hat, auf den man reagieren muss. Da ist man schon sehr angespannt und sehr fokussiert auf die Sache, die einem vor einem steht. Ich heiße Johannes und bin 17. Was wollten Sie schon immer im Weltraum machen? Over. Ja, schweben. Das war das, was mich am meisten fasziniert hat. Und das habe ich jetzt schon gemacht. Das ist eine große Sache. Und, ich freue mich darauf. Das Nächste, was ich im Weltraum gern machen würde, was mich sehr freuen würde, ist natürlich ein Weltraumausstieg. Und dann weiter zu fliegen, weiter raus in den Weltraum, auf einen anderen Himmelskörper. Das ist das, was mich wirklich sehr faszinieren würde. Hallo, ich bin Noah und 16. Helfen Ihnen Ihre Erfahrungen aus der Antarktis weiter? Ja, hallo Noah, das ist auch eine sehr gute Frage und ich denke, die helfen mir sehr viel weiter, weil natürlich, ob man jetzt in einem kleinen Zeltcamp in der Antarktis lebt oder hier auf der Raumstation, macht eigentlich gar keinen so einen großen Unterschied, was so die Gruppendynamik angeht. Das heißt, man muss natürlich immer so ein bisschen auf seine Mannschaftskameraden aufpassen, schauen, dass sie genügend Raum für sich selbst haben, dass man sie versteht, dass man zusammen gut auskommt und das ist tatsächlich was sehr ähnlich ist hier oben wie in der Antarktis. Ich heiße Marvin und bin 17. Vermissen Sie die Schwerkraft in manchen Situationen? Over. Ja, definitiv. In manchen Situationen vermisst man die Schwerkraft. Manche Sachen werden sehr viel einfacher. Wenn man zum Beispiel ein großes Objekt hat, das kann man einfach mal so in der Luft hier parken und was anderes machen. Und nach 10 Sekunden oder 20 ist es immer noch da. Aber andere Dinge sind sehr viel schwieriger zu managen, wie man zum Beispiel einen Stift hat und gleichzeitig noch ein Stück Papier und alle möglichen Geräte. Das muss man alles festbinden in der Schwerelosigkeit, sonst verliert man es sofort. Ich heiße Gerrit und bin 18. Ist die Vorbereitung unter Wasser gleich der echten Schwerelosigkeit? Wenn nicht, wie ist es anders? Over. Ja, das ist auch eine gute Frage, Gerrit. Es ist tatsächlich so, dass das Training unter Wasser sehr viel anstrengender ist, weil man trotzdem im Raumanzug noch die Schwerkraft hat. Und wenn man über Kopf arbeitet, fließt einem immer noch das Blut in den Kopf, weil man im Raumanzug ja quasi vom Wasser isoliert ist. Das ist hier oben anders. Das ist sehr viel leichter zu arbeiten. Ich war ja noch nicht im Raumanzug draußen, aber man kann sich schon vorstellen, dass das sehr viel leichter ist, was das Training oder was im Vergleich zum Training ist.
Aber natürlich hat man andere Faktoren wie das Vakuum, Hitze, Kälte und den Weltraum um sich herum, dass es dann auch wieder schwieriger machen. Das heißt, letztendlich sagen die Leute, ist das Training ähnlich schwer, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ich heiße Johannes und bin 16. Herr Gerst, wie war das Undock-Manöver für Sie persönlich und inwiefern waren Sie daran beteiligt? Over. Ja, es war eine großartige Sache. Das Erste, was ich von der Raumstation gesehen habe durch das Fenster, war tatsächlich das Columbus-Labor, das europäische, in dem ich mich hier jetzt befinde. Und das war toll für mich zu sehen. Unser Undock-Manöver war automatisch, da lief alles glatt und in so einem Fall brauchen wir nicht eingreifen. Das heißt, wir haben im Prinzip dem Raumschiff zugeschaut, waren aber immer bereit, in jeder Sekunde eingreifen zu können, falls was schiefgegangen wäre. Ich heiße Erik und bin 17. Wie verhält sich Feuer in der Schwerelosigkeit? Over. Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage, Erik. Das ist tatsächlich Stand unserer aktuellen Forschung. Wir haben Experimente dazu, wo wir Dinge verbrennen in der Schwerelosigkeit. Und wir haben gesehen, dass sich ein Feuer in der Schwerelosigkeit ähnlich verhalten kann wie auf der Erde, sogar noch besser, mehr brennt, wenn man einen Luftzug hat, wenn die Luft an dem Feuer vorbeizieht und es anfacht. Sobald der Luftzug aber aufhört, dann hört auch das Feuer auf zu brennen und geht manchmal fast komplett sofort aus. Hallo, ich heiße Tim und bin 17. Wie schützt man sich vor der Weltraumstrahlung? Over. Ja, die Weltraumstrahlung, die ist natürlich überall gegeben, aus um uns rum. Also tatsächlich merkt man das sogar nachts, dass die in unser Raumschiff eindringt, weil man Blitze vor den Augen sieht. Ab und zu, alle paar Minuten mal, gibt es so einen kleinen hellen Fleck auf der Netzhaut, wenn ein Weltraumstrahlungsteilchen die Netzhaut trifft. Das heißt, wir sind hier oben schon erhöhter Strahlung ausgesetzt, aber das Erdmagnetfeld schützt uns trotzdem noch zum Großteil. Und die Hülle der Raumstation um uns rum ist ein Schutz. Und dazu haben wir noch in unseren Schlafstationen noch mal eine extra Plastikpanzerung um uns drumherum. Ich heiße Lea und bin 17. Was war das Erste, was Sie getan haben, als zum ersten Mal die Schwerkraft aussetzte? Over. Ich habe laut gejubelt und mit meinen beiden Kameraden, die mit mir im Raumschiff gesessen haben, uns einen High Five gegeben. Ich heiße Patricia und bin 18. Wie fühlt es sich an, wenn man an der Raumkrankheit leidet? Over. Ja, ich war zum Glück davon verschont. Mir ist nicht schlecht geworden. Ich habe mich hier immer gut gefühlt. Aber ich habe mir sagen lassen, es ist so, wie wenn einem richtig, richtig schlecht ist. Ungefähr so, wie man Seekrankheit hat auch. Also die beiden Krankheiten sind im Prinzip fast identisch. So, Delta Papa Zero, India Sierra Sierra, for Delta November 2, Delta Lima Romeo. Now we stop the questions. Thank you for the contact. Herzliche Grüße aus dem DLR School Lab Braunschweig. Weiterhin eine erfolgreiche Mission. Over. Ja, Grüße zurück ans DLR School Lab in Braunschweig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und ich denke, dass bei euch bestimmt ein paar richtig gute Ingenieure, Wissenschaftler oder vielleicht sogar Astronauten dabei sind. Versucht dran zu arbeiten an eurem Traum und ihr seid auf dem besten Weg. Das sehe ich schon an den Fragen. Alles Gute von der Internationalen Raumstation. This is Delta Papa Zero, India Sierra Sierra out.